Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zum neuen RPG-Maker-Projekt. Es ist der Brief für den König. Manche von euch kennen es noch von meinem ersten Kanal. Für andere ist es wahrscheinlich neu. Es war eins der letzten Spiele, glaube ich, die ich auf meinem alten Kanal gespielt hatte. Es ist eine Demo. Eine Demo, von der man aktuell tatsächlich nicht weiß, ob sie sich noch in der Entwicklung befindet oder nicht. Der Ersteller des Spiels, der ist in Anführungsstrichen verschollen. Ich habe auch schon selber mehrfach versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen in der letzten Zeit und das hat leider nicht geklappt. Ich hoffe wirklich, dass er noch dran arbeitet. Wenn es nicht so ist, dann muss man das halt so hinnehmen, aber für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, ihr werdet merken, dieses Spiel hat unglaubliches Potenzial und ich hatte ja vor kurzem noch die Serie empfohlen, also Der Brief für den König ist eigentlich ein Buch und Netflix hatte dazu vor kurzem eine Serie veröffentlicht, wo ich auch ein Empfehlungsvideo zu gemacht hatte. Inzwischen muss ich da von der Empfehlung, ja, ich würde nicht sagen, ein Stück zurückgehen, aber zumindest muss ich sagen, also während das Buch und das Spiel, in Anführungsstrichen erwachsen sind, merkt man, dass die Serie sich doch eher an jüngere Zuschauer richtet. Das heißt, es ist schon sehr, ich sag jetzt mal, kinderfreundlich gestaltet. Aber es ist trotzdem, also ich finde die Serie echt toll. Auch wenn sie beim, gerade am Ende beim CGI ein bisschen arg gespart haben. Das sieht man dann an den meisten Effekten. Aber trotzdem, also empfehlen kann ich es absolut. Und ja, widmen wir uns jetzt dem Spiel. Intro ansehen, ja natürlich. Mio Games. Wie misst man die Stärke eines Menschen? Das fragte mich einst ein Freund. Misst man sie an seiner Kraft? Seinem Mut? An seinem Auge für den Unterschied zwischen Gut und Böse? Misst man sie vielleicht an seiner Treue oder seiner Entschlossenheit? Oder vielleicht doch an etwas ganz anderem? Mio Rem präsentiert. Nach dem Roman von Tonke Drakt. Der Brief für den König. Einst herrschte Frieden auf der Welt. Dieser Frieden war perfekt und vollständig. Dann jedoch kamen die Menschen, und zum ersten Mal seit der Erschaffung der Welt wankte die Harmonie. Doch gute, kluge Männer und Frauen ahnten, dass Streit nur zu Krieg und Leid führen würde. So erhoben sich zwei Reiche aus dem Chaos. Unauwen im Osten und Dagonaut im Westen. Aber nichts Gutes an dem Menschen teilhaben ist von Dauer, und so zerbrach der Frieden. Allerdings nicht jener zwischen den beiden genannten Königreichen. Ein drittes Reich erhob sich in der Wüstenöde des Ostens, Evelyn. Das einzige Ziel Evelyns schien, die völlige Vernichtung Unauwens zu sein. Warum, wusste niemand. Dagonaut stand abseits. Doch etwas ist geschehen. Eine weitere Figur betritt das Schachbrett. Sie weiß es nur noch nicht.
Kapitel 1. Nacht der Nächte. Puh, ich schätze, ich habe sie abgehängt. Vorerst. Zum Glück hatte ich noch einen Teleportkiesel bei mir. Aber wo bin ich? Ein Wald? Welcher Wald? Welches Land? Da drüben ist eine Kapelle. Aber was, wenn niemand da ist? Ich schätze, mir bleibt keine Wahl. Ich muss es riskieren. Ich könnte kotzen, Leute. Wann geht diese Nacht endlich zu Ende? Weg dich ab, Caspius. Wir haben 7 Jahre gewartet. Da werden wir diese letzte Nacht auch noch herumkriegen. Ist doch so, oder, Theory? Ich? Auf jeden Fall. Siehst du, Caspius? Theory ist wesentlich besonderer als du. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Oder früh. Wir sollten alle Ruhe bewahren. Beim Morgengrauen werden die Stadtwachen kommen und uns abholen. Und dann wird man uns auf Händen tragen. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ja, aber bis dahin dauert es noch. Was zur Hölle? Habt ihr das auch gehört? Ja, da ist jemand draußen an der Tür. Oder etwas. Wenn das ein Monster ist, dann sollte es besser zusehen, dass es verschwindet. Caspius, ein Monster hätte nicht an der Tür geklopft, es hätte sie eingetreten. Auch wieder wahr. Vielleicht ist das ein Test. Wie bitte? Was meinst du? Es könnte ein Test sein. Ein Test unserer Schule, um herauszufinden, ob wir auch die Regeln befolgen. Und Standhaftigkeit beweisen. Die erste Tugend eines wahren Ritters. Du bist gar nicht so dumm, wie ich dachte, Theory. Du hast wahrscheinlich recht, Theory. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wir sind echte Ritter. Die Tür bleibt zu. Helft mir, ihr Herren! Öffnet die Tür! Ha, die haben wohl begriffen, dass sie uns mit ein wenig Klopferei nicht aus der Reserve locken. Um Himmels Willen, öffne die Tür, ihr Herren! Ich brauche dringend eure Hilfe! Das klang jetzt aber nicht wie ein Mann der Royalen Garde. Was denn, schon weichgekocht, Theory? Mal im Ernst, du wirst doch darauf nicht hereinfallen. Das bisschen falsches Gejammere und schon widersetzt du dich dem Kodex? Ich weiß nicht, ich will nur das Richtige tun. Vielleicht braucht diese Person ja wirklich unsere Hilfe. Natürlich. Ausgerechnet an unserer Prüfungsnacht kommt jemand in Not an genau dieser Kapelle vorbei. Sag mal, bist du wirklich so schwer von Begriff oder tust du nur so? Jetzt lass ihn doch in Ruhe, Caspius. Ist doch so, verdammte Axt. Ich glaube, ich werde mir mal ein wenig die Beine vertreten. Solange du nicht auf schräge Gedanken kommst. Hinweis, du kannst dich jetzt frei bewegen und umsehen. Viele Gegenstände und Möbel, jedoch nicht alle, kannst du untersuchen. Vielleicht findest du dabei ja etwas Nützliches. Und das werden wir natürlich auch tun. Eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, die ich im Hinblick zur Serie noch erwähnen sollte. Ich selber habe das Buch nicht gelesen. Ich kenne jetzt nur die Handlung aus dem Spiel. Ich weiß nicht, also soweit ich weiß, wollte sich Mio Ram möglichst an das Buch halten. Und so wie ich das aus den Reviews von der Serie mitbekommen habe, sind die arg von der Handlung weggegangen. Also, ich sag jetzt mal, der Kern, nämlich ein Brief, ist quasi noch Bestandteil der Story in der Serie, aber das war's dann eigentlich auch schon. Ansonsten haben die vieles wirklich komplett anders gemacht, deswegen, das ist vielleicht noch ein Kritikpunkt für den einen oder anderen. Gut, dann schauen wir uns jetzt um. Uraltes Eingewecktes. Was macht das hier? Der Ofen ist aus. Hier auf dem Boden liegt nur kalte Asche. Die Flasche auf der Kiste ist staubig. Ich kann das Etikett nicht lesen, aber es muss wohl ein alter Wein sein. Die Tür zum Kapellenturm ist abgeschlossen. Heilkräuter. Zerrieben und in etwas Öl eingelegt, bereitet man daraus eine wirksame Paste, die mir sicher dienlich sein wird. 3-mal Heilkrautpaste gefunden. Nichts zu finden. Nur viel Staub. Zack. Dieser unsagbare Idiot. Theory, was hast du getan? Ihr seid hier. Ihr Götter habt Dank. Habt ihr an der Tür geklopft? So ist es.
Doch sagt mir, in welchem Land befinde ich mich? Dagonaut. Aber wieso wisst ihr das nicht? Wer seid ihr? Dagonaut. Ein Glück. Das ist so weit von Evelyn entfernt, wie es nur geht. Evelyn? Warum sprecht ihr darüber? Gibt es Probleme? Ich werde morgen früh zum Ritter geschlagen. Dann werde ich das Recht haben, mit dem König zu reden. Keine Zeit. Ich kann nicht darüber reden, Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu erklären, aber so wenig Zeit. Seid ihr verletzt? Braucht ihr Hilfe? Hilfe. Ja. Ja, du musst mir helfen. Nein, nicht mir. Unauwen. Unauwen? Das Land? Was ist damit? Es ist in Gefahr. In großer Gefahr. Und auch König Dagonaut. Aber was ist denn los? Rede doch endlich. Der Plan. Er darf den Plan nicht vollenden. Er ist bald bereit. Der zweite schart sie um sich. Die Roten. Was? Wer schart wen um sich? Was faselt ihr da? Sagt mir alles. Ich kann nicht. Der Fluch verbietet es mir. Was? Welcher Fluch? Der Botenfluch. Ich bin ein Gesandter, ein Botschafter. Mir wurde dieser Fluch auferlegt, damit ich mit niemandem über meinen Auftrag reden kann. Vermaledeit. Mein Körper würde sich eher übergeben, als euch genaueres mitzuteilen. Nur vor dem, dem ich treu bin, kann ich ungehindert sprechen. Ihr müsst gehen. Was? Hört zu, dieser Brief hier. Ich kann nicht sagen, woher er kommt. Leider. Der Botenfluch. Aber ich darf euch sagen, wohin dieser Brief gebracht werden muss. Er muss nach Unauwen. Ihr müsst diesen Siegelbrief an meiner Stadt zum Rat von Unauwen bringen. Aber das geht nicht. Ich leiste in dieser Nacht meine Rittersprüfung. Eigentlich dürfte ich überhaupt nicht diese Kapelle verlassen. Und überhaupt Unauwen? Seid ihr noch zu retten? Das liegt weit, weit weg. Hunderte Meilen. Wie soll ich da hinkommen? Ich kann nicht gehen. Sucht euch jemand anderen. Nein, begreift ihr denn nicht? Dieser Brief, alles hängt von ihm ab. Alles. Ich kann euch keine Einzelheiten nennen und das tut mir leid. Der Fluch verbietet es mir. Aber ihr müsst mir glauben. Alles, was ihr kennt, alles, was ich kenne, alles, was wir lieben, all das ist in großer Gefahr. Aber was muss ich tun? Ihr wisst jetzt, dass der Brief zum Rat von Unauwen gebracht werden muss. Er muss unbedingt vom Inhalt dieses Briefes unterrichtet werden. In diesem Sommer will der Rat zum ersten Mal seit vielen Jahren einen neuen König wählen. Wer immer das auch sein wird, er muss den Brief erhalten und den Inhalt erfahren. Ich kenne mich ein wenig in den Königreichen aus. Ich schlage vor, dass ihr zunächst nach Schloss Mistrenaut reist. Ihr sprecht von dem neutralen Freistaat auf der anderen Seite des großen Stroms, nahe der Küste. Ganz recht. Dort solltet ihr noch einen sicheren Ort finden. Und einen sehr treuen Verbündeten von Unauwen, Baron Rafox von Mistrenaut. In seinem Schloss lebt ein Botschafter Unauwens, ein sogenannter Ritter mit dem weißen Schild. Wenn ihr ihm von dem Brief erzählt, wird er wissen, was zu tun ist. Er wird euch helfen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Nachdem ich untergetaucht bin, werde ich versuchen, auf anderen Pfaden nach Unauwen zu gelangen. Sollte ich überleben, werden wir uns dort wiedersehen. Aber was redet ihr da? Werdet ihr verfolgt? Ein königlicher Botschafter wird immer verfolgt, junger Herr. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gehen. Viel Glück, mein junger Freund. Bitte enttäuscht mich nicht. Das hätte schreckliche Folgen. Und denkt daran, der Ritter mit dem weißen Schild. Was soll ich denn jetzt nur tun? Soll ich seiner Bitte nachkommen? Ach, verdammt. Naja, bringt wohl ohnehin nichts, hier noch länger herumzustehen. Ich sollte mich auf den Weg machen. Zurück kann ich ja ohnehin nicht mehr. Caspius würde mich sowieso verpetzen. Was war's dann wohl mit dem Ritterstitel? Oh, Thierry, in was hast du dich da nur wieder hineinmanövriert? Den Siegelbrief werde ich wohl in meinen Taschen verbergen. Und nicht im Rucksack, da ist er besser geschützt. Ich frage mich, was darin geschrieben steht. Tja, du könntest es einfach lesen, aber das, machen wir nicht. Nein, wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Unauwen. Das wird eine, kann ich gleich sagen, sehr, sehr lange Reise. Und wir werden einiges erleben. Wie kalt und dunkel es ist. In diesen Wäldern streifen sicher Monster umher. Ob ich mich gegen die verteidigen kann? Ich habe noch nie gekämpft. Jedenfalls nicht gegen echte Feinde. Die Stadt war immer so sicher und so friedlich. Aber hier in dieser Wildnis wird mir wohl niemand helfen. Ich muss es in die eigene Hand nehmen.
Na, wenigstens scheint der Mond vom Firmament auf den Weg. Das wird mir ein wenig helfen. Da fällt mir ein. Ich habe doch in der Ritterschule stets aufgepasst. Vielleicht gibt es in diesem Wald Pflanzen, die mir dienlich sind. Pflanzen! Hinweis, in dieser Welt gibt es viele Händler, die gute und hochwertige Waren für die unterschiedlichsten Zwecke anbieten. Allerdings ist Geldverdienen sehr anstrengend und viele Waren, ganz besonders Waffen, sind teuer. Deshalb solltest du, besonders in der Wildnis dieser Welt, ein Auge für das Verborgene und Versteckte haben. Man kann nie wissen, was man findet. Es gibt Kräuter, die oft ebenso gut heilen wie die Tinkturen vom Händler. Aber vielleicht findest du ja auch die ein oder andere Ausrüstung. Solltest du einen Gegenstand finden, zögere nicht, ihn an dich zu nehmen. Und sei nicht zu vorschnell mit dem Verkauf. Du weißt schließlich nie, wozu etwas noch einmal gut sein kann. Ein Teil dieses Spiels gliedert sich in verschiedene Aufträge. Dabei wird zwischen Haupt- und Nebenaufträgen unterschieden. Erhältst du einen solchen Auftrag, wird dir das in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigt. Außerdem besitzt du ein Aufgabenbuch. Dort kannst du nachsehen, falls du deine Hauptaufgabe vergessen hast und dir darüber Informationen einholen. Du findest es in deinem Inventar. Ach ja, die Wildnis der drei Reiche ist die Heimat verschiedener Monster und Gegner. Kämpfe lauern rundenbasiert ab. Da du Gegner schon im Voraus siehst, kannst du, wenn du es vermeiden möchtest, vor ihnen fliehen. Kommt es dann allerdings zum Kampf, musst du ihn gewinnen, um deine Reise fortsetzen zu können. Eine Fluchtoption gibt es nicht. Bedenke zudem, dass du meist nur durch Kämpfe an nennenswerte Mengen von Erfahrung gelangst, die dich stärker werden lässt. Und manche Kämpfe müssen bestritten werden, um die Handlung voranzutreiben. Manche Gegner sind dir aber nicht grundsätzlich feindlich gesinnt. Bleib ihrem Revier fern und sie werden dich in Ruhe lassen. Neuer Auftrag: Durchquere den wilden Wald. So, genau. Wir können ja auch Büsche klein hacken, wenn die uns im Weg stehen. Wilder Wald, alte Prüfungskapelle, Hauptstadt von Dagonaut. Die roten Blütenblätter. Ich kenne die Pflanze aus der Ritterschule. Das ist eine Feuerblüte. Sie stärkt die Astralkraft, wenn diese im Kampf zur Neige geht. Einmal Feuerblüte. Was war das? Ich würde mal sagen, ein Wolf. Außer der Käfer hat gelernt, Wolfslaute zu machen. Diese Blume verströmt einen ganz lieblichen Geruch, fast wie der feine Honigduft von Jasmin. Sollte das ein Goldblatt sein? Einmal Goldblatt. Und unser erster Kampf. Die Feinde wurden überrascht, das heißt, wir sind gleich am Zug. Gibt's einmal den Rundumhieb. Und dann sind die Gegner schon weg. So, gerade was Optik angeht, wurde in dieses Spiel sehr viel Arbeit gesteckt. Und ich meine wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und ansonsten gibt es da noch irgendwas zu sagen. Also es läuft, also Fertigkeiten lernen wir ganz normal durch Level-Ups. Können ganz normal Ausrüstung sammeln. Monster lassen noch ein paar Sachen fallen. Wie ihr seht, haben wir da auch Beschreibungen, die uns sagen, wo wir die besser loskriegen. Aber man soll ja nicht so voreilig sein mit dem Verkaufen, ne? Das haben wir ja auch schon mitbekommen. So, nochmal ein Goldblatt. Milchgabe. Wer es zerreibt und seinen würzigen Duft einatmet, dessen Nerven werden merklich entspannt. Diese Pflanze hilft bei Kopfschmerzen. Ach, wenn es so einfach wäre, ne? Das ist nochmal... Ist sogar äußerst ergiebig. Viermal Goldblatt. Was macht Goldblatt? Heilt 45 Lebenspunkte. Ja, also das ist wirklich auch so ein Spiel, wo man wirklich jeden Winkel der Welt anschauen sollte. Level 2. Und wie bei vielen Spielen sollte man halt wirklich möglichst alle Gegner mitnehmen. Pupo Aspiros, es hilft meines Wissens bei Bauchschmerzen. Nehmen wir. Beine wurden überrascht, das gefällt uns. Einmal niedermähen. So, hier können wir nicht nach unten durch, ne? Nee. Aber hier, und da müssten wir ein Skelett finden. Genau. Die Reste eines Mannes. Viel ist nicht mehr von ihm übrig. Will ich suchen. Was haben wir denn hier? Einmal Federschwinge, gammeliger Schild, Schaufelspaten und fünfmal Analysator. Ein Schild. Sieht ziemlich ramponiert aus, aber besser als nichts. Ein Spaten.
Damit könnte ich vielleicht Schätze ausbuddeln. Du hast einige Analysatoren gefunden. Benutze sie, um die Stärken und die Schwächen deiner Feinde erkennbar zu machen. Analysatoren sind dementsprechend nur im Kampf benutzbar. Wähle sie im Rucksackmenü aus und wähle einen Gegner an. Da Analysatoren aufwendige Geräte sind, dauert es bis zum nächsten Angriff, bis du über den Gegner erfährst, was du wissen willst. Es ist am Anfang der Reise sinnvoll, immer ein paar dabei zu haben. Aber wer weiß, vielleicht begegnet dir ja jemand, der viel über Monster weiß. 25 EP. Ausrüstung, gammeliger Schild. So. Bahnen wir uns wieder einen Weg. Feuerblüten, die nicht geblinkt haben. Also manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist nicht alles immer exakt deutlich zu erkennen. Ich sollte mich vielleicht erstmal ein wenig umsehen. Oh, dann waren wir in der falschen Richtung unterwegs. Ah, eine Hütte? Hier? Ich frage mich, wer mitten in dieser Wildnis wohnt. In den Fenstern glimmt ein schwaches, aber warmes Licht. Pupo Aspiros. Eintreten. Hallo. Na nun, Anna. Wen haben wir denn da? Fremde Wandersleute zu solch später Stunde? Aber keine Angst. Nein, nein. Möchte nur wissen, wer er ist. Na großartig. Der sieht nicht gerade aus, als ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Mein Name ist Chewy. Chewy, Chewy. Ja, ja. Muss ich mir merken. Muss ich. Hab dich noch nie hier gesehen. In diesem Wald, meine ich. Bist du neu? Ich bin Marius. Einfach Marius. Waldschrat rufen mich manche. Hirnloser Wilder schimpfen mich die meisten. Ich selber nenne mich ganz gern den Narren aus der Waldhütte. Das trifft zu, denn ich bin ein Narr und lebe im Wald. Schön, euch zu treffen, Marius. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht helfen könnt. Wer weiß, was liegt dem Chewy denn auf dem Herzen? Kann ich euch irgendwie helfen? Um ehrlich zu sein, ja, da gäbe es wohl eine Sache, die der Chewy für den Marius machen könnte. Der Chewy muss nämlich wissen, dass ein Stück westlich, gut versteckt in der Nähe der Straße, eine Höhle zu finden ist. Das war mal eine kleine Mine, wo die Leute aus Lärchengrund Erze abgebaut haben. Ist aber schon lange außer Betrieb. Ja, ja. Und irgendwie, Marius kann es sich nicht erklären, sind dort jetzt vor einiger Zeit mehrere Wölfe, na, ich nenn's mal, eingezogen. Die machen dem Marius ganz schön Probleme, muss Chewy wissen. Marius ist zwar guter Läufer, aber schlechter Kämpfer. Deswegen wollte Marius den Chewy fragen, ob er ihm vielleicht mit den Wölfen helfen kann, denn der Chewy sieht zu stark aus. Vielleicht kann er den Wölfen für Marius zeigen, dass sie hier überhaupt nichts verloren haben. Wenn sich Chewy also vielleicht um die Biester kümmern und danach hierher zurückkommen könnte, dann wäre Marius sehr, sehr froh. Na, ich weiß ja nicht, aber ja, das übernehme ich für euch. Ui, da freut sich der Marius aber. Vielen lieben Dank, Herr Chewy. Chewy. Hier, vielleicht sollte Chewy das hier mitnehmen. Nur für alle Fälle. Dreimal Heilkraut, zweimal Feuerblüte, dreimal Antidot. Danke, Marius. Wir werden mir sicher gute Dienste leisten. Außerdem kann Marius Chewy dieses Pergament überlassen. Darauf kann Chewy seine zusätzlichen Aufgaben verzeichnen und überprüfen. Quest-Pergament erhalten. Wie komme ich durch den Wald? Das kann Marius dem Chewy sagen. Er geht zwar nur selten in die Stadt, aber den Weg kennt er gut. Da muss er einfach nach Süden laufen und dann nach Osten. Und bei der alten Waldkapelle geht er vorbei. Und schon ist er da. Danke, aber von da komme ich gerade. Gibt es keinen anderen Weg? Jetzt ergibt das einen Sinn. Dummer Marius, dem Herrn Chewy Dinge zu sagen, die er schon weiß. Trotzdem muss ich fix was fragen. Wenn ihr von da kommt, warum geht ihr dann nicht den gleichen Weg zurück? Hey. Tja, um ehrlich zu sein, darf ich nicht darüber reden. Schade. Und dabei liebt Marius doch Tratsch und Klatsch. Wie auch immer, der andere Weg ist auch nicht schwer. Da geht der Chewy einfach vor dem Haus nach Westen. Diese alte Straße führt aus dem Wald heraus und schließlich bis zu einer kleinen Siedlung namens Lärchengrund. Und wieso lebt ihr hier? Keine schöne Geschichte. Marius war noch ganz klein. Ein ganz kleiner Bub, als es passierte. Marius Papa fand heraus, dass Marius nicht von ihm war. Hui, das gab Ärger mit Mama. Papa zog aus und Mama setzte Marius im Wald aus. Wie Marius so lange überlebt hat, weiß er selber nicht. Seine Eltern hat er jedenfalls nie wieder gesehen. Manchmal muss Marius weinen, wenn er darüber nachdenkt. Aber findet Chewy nicht auch, dass es schönere Themen gibt? Ja, dann gehe ich mal. Och, wie schade. Nebenauftrag, das Wolfsproblem. Kümmern wir uns doch mal darum.
Neue Gegner. Es sind Bienen. Fresst das. Ach übrigens, ich glaube, im Spiel wurde das noch nicht genannt. Das ist eine Info, die auch noch ganz wichtig ist. Die Aktionspunkte, die regenerieren sich nach einer Zeit. Deswegen kann ich meistens meine Fähigkeiten wieder von Grund auf einsetzen. So. Da haben wir noch Goldblatt. Und noch mehr Gegner. Die aber für mich natürlich kein Problem sind. Und eine neue Fähigkeit haben wir jetzt auch. Fliegende Faust 1. Schneller Kinnhaken lässt den Feind erzittern. So, einmal rübergehüpft. Passt. Und wir kriegen auch ordentlich High-Stuff dafür. Diese Pflanze hier, das ist Milchgabe. So, mal speichern, bevor wir uns hier um die Wölfe kümmern. Das muss die Höhle sein, von der Marius geredet hat. Bringen wir es hinter uns. Hallo Höhle. Boah. Servus. Ja, die halten ein bisschen mehr aus, aber für mich kein Problem. Einfach immer schön draufhacken, dann passt das. Diesen Leichensack scheinen die Wölfe nicht geschändet zu haben. Ganz anders als seinen früheren Besitzer. Eine Heilviole, eine Federschwinge und zweimal Aspiruskraut. Und ganz unten liegen sogar einige Goldmünzen. 17 Goldmünzen gefunden. So. Da machen wir wieder dasselbe Spiel. Ein Rundumhieb. Und den Rest mit Autohits. Sehr schön. Und Level 5 erreicht. Eine Truhe. Ist mit einer Falle gesichert. Ah, daran erinnere ich mich. Die Minigames, die waren super. So, man musste nämlich einfach die Schalter hier, glaube ich, aktivieren, sobald es grün leuchtet. Genau. Was? Aua. Ach Mist, man hat ja nur einen Versuch. Schade, hab ich verkackt. Muss ich mitleben. Aber da bin ich konsequent, dann lebe ich damit. Hallöchen. Und zack. So, damit ist das Thema auch erstmal erledigt. Möchtest du dein Spiel an dieser Stelle speichern? Jo. Und wenn ich das gefragt werde, ist schon klar, da könnte jetzt was passieren. Das benutzen wir mal. Speichern nochmal. Das war's.
Von jetzt an sollte Marius keine Probleme mehr haben, hier durchzukommen. Ich kann nur hoffen, dass das mein Magen war. Oh. Ja, kein Problem. Bleib weg von mir, du Riesenvieh. Ha, macht ja nicht mal Damage. Er hat auch Migräne. Das staunst du, was? Das Nachtmahl wehrt sich. Der Alpha-Wolf bereitet sich auf einen besonderen Angriff vor. Aua. Das kriegst du gerade wieder zurück. Naja, komm, halt's drauf. Schön. Ihr habt gesiegt. 102 Erfahrungspunkte, 113 Münzen, riesige Wolfskralle und Level Up. Ja, los. Verzieh dich, du mistige, verlauste Töle. Ich sollte Marius Bescheid geben, dass der Weg von nun an sicher ist. Ja, das machen wir natürlich noch eben fix. Liegt da was? Nee, das ist nur ein Pilz auf dem Baum. Guten Tag. Oder ist er der Thury? Wollte er nicht nach Lerchengrund? Es ist ein Jammer, dass der Thury dem armen Marius nicht helfen kann. Die Wölfe machen Marius solche Angst. Die Wölfe werden euch nicht mehr belästigen, Marius. Ihr könnt von nun an in Ruhe hier leben. Oh, danke, danke, danke schön. Oh, wie Marius sich jetzt freut. Der schreit ja geradezu nach einer kleinen Belohnung für den Herrn Thury. Hier, nimm dies. Marius hat ihn damals von seiner Mutter bekommen, aber Thury kann ihn haben. Einmal Obsidiangeistring erhalten. Ein Ring, wie? Vielen Dank, Marius, aber ich glaube, für diesen hier sind meine Finger zu dick. Er ist sehr klein. Vielleicht kann der Thury den Ring ja jemand anderem geben. Neuer Auftrag, gelange nach Lerchengrund. Und das werden wir gerne auch tun. Und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch soweit, also für die, die das noch nicht kennen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.